Ja, vielen Dank. Zeit drängt wie immer. Das heißt, wir haben auch ein komplexes Thema, Anforderungen an ein inklusives Gesundheitssystem. Da gibt es eine ganze Reihe, das ist auch mehr so der Ritt über den Bodensee werden mit einigen Denkanstößen, die ich dann gerne an Sie weitergeben möchte. Und wir haben ja nachher auch noch diesen Workshop, da kann man dann auch noch mal etwas intensiver unter anderem darauf eingehen. Vielen Dank. Wenn wir über ältere Menschen reden, dann mal vorweg als Definition, wir definieren das schlicht und ergreifend, alle Menschen über 60 gehören mit zu der Gruppe der älteren Menschen. Wir folgen da der Definition der WHO. Andere Staaten wie die USA oder so haben ja andere Definitionen, da gehört man schon mit 50 zu der Gruppe und in China ist man höchstwahrscheinlich noch mit 70 Jahren ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent. Und dann sind wir auch schon bei diesem Thema, nämlich demografischer Wandel, der geht uns alle an und wir werden uns... Ah, funktioniert. Oder auch nicht. Entschuldigung. So. Wir werden uns mit dem demografischen Wandel vorab erst beschäftigen, bevor ich mich dann den einzelnen Akteuren oder auch Bausteinen zuwende. Wir könnten die Diskussion ganz einfach hier schon beenden. Anforderungen an ein inklusives Gesundheitssystem ist ja vorgegeben. Wir haben Menschenrechtscharta, wir haben nachfolgende Gesetzeslagen und alle zielen darauf hinab. Wir brauchen drei Dinge, Wellbeing, Dignity und Voice, also physisches, psychische Gesundheit. Wir brauchen Dignity, also Würde und Voice, Mitspracherecht. Ist aber leider nicht so, denn sonst wären wir ja heute auch nicht hier. Es wurde heute schon mehrmals angesprochen, wir haben derzeit etwa 1 Milliarde Menschen mit einer Behinderung und in der Altersgruppe der über 60-Jährigen sind es etwa 46% und von denen, also 470 Millionen Menschen, und von denen haben 250 Millionen eine Mehrfachbehinderung. Und mit Blick auf die Zukunft werden die globalen Trends der Bevölkerungsalterung und das höhere Risiko einer Behinderung bei älteren Menschen wahrscheinlich zu einem weiteren Anstieg der von Behinderung führen. Die Zahlen des demografischen Wandels sind ja eindeutig, pro Generation steigt die Lebenserwartung um durchschnittlich 7 Jahre. Ich habe hier mal ein Beispiel gebracht aus Asien von einer Tagung, zeigt, wie sich die Generation von einer Junggesellschaft 1950 hin in eine alternde Gesellschaft in 2050 entwickeln wird. Das habe ich jetzt hier für Asien rausgesucht, das können wir aber auch für jeden anderen Kontinent nehmen. Das ist mehr. In 2018 zählten wir zum ersten Mal über 1 Milliarde ältere Menschen. Das waren mehr, und in 2030 wird es mehr ältere Menschen geben als Kinder. Und in 2050 werden sie mit über 2,1 Milliarden Menschen die mit Abstand größte Bevölkerungsgruppe darstellen. Daraus ergeben sich natürlich Herausforderungen. Und ein ganz guter Lackmustest ist ja, ob ein Gesundheitssystem funktioniert. Wie schaut es in der humanitären Unterstützung aus, unabhängig davon, ob ich mich in Crisis oder ähnlichen Modus befinde. Corona ist da ja auch ein Brennglas. Auch in Deutschland haben wir uns da nicht zwingend mit Ruhm bekleckert. Das kann ja nicht sein, dass nach über einem halben Jahr 2019 wir immer noch kein vernünftiges Pflegesystem länderübergreifend implementieren konnte. Das hat was mit konkurrierender Gesetzgebung zu tun. Aber es ist beschämend, dass die Landesminister, die dafür zuständig sind, noch die Bundesministerien in der Lage waren, hier einen Konsens zu finden. Also es fehlt ein langfristiger, und das gilt dann auch wieder weltweit, gemeinsamer Ansatz für Investitionen in die Planung und den Entwurf und den Aufbau einer inklusiven Gesellschaft. Da gibt es natürlich Bausteine, auf die wir eventuell... Ja, sind wir doch richtig. Ein Grundstein für eine gerechtere, inklusive Gesellschaft legt ja das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, also CRPD, auf. Und die bekannten Artikel haben wir ja, die behandeln allerdings ältere Menschen mit Behinderungen nur als Querschnittsaspekte. Und also Artikel 9, 19, 20, 25 ist Ihnen alles soweit bekannt. Dazu gibt es übrigens auch eine lesenswerte
Studie von CBM hier aus diesem Jahr. Die Lehren aus der Corona-Krise kann ich Ihnen nur empfehlen. 12 Jahre nach CAPD sollte man ja glauben, dass sich jetzt insgesamt ein bisschen was getan hat und dass auch ein Bewusstsein geschärft wurde für die Rechte älterer Menschen mit Behinderung. Dem ist aber nicht so, weil die Literatur da doch sehr zurückhaltend ist. Und auch die Hilfsprojekte, gehen wir mal eine Stufe höher in die operative Arbeit der Vereinten Nationen oder auch der nationalen Regierung, geben das einfach nicht her. Vielmehr werden die besonders vulnerablen Gruppen eher vergessen. Es gibt keine expliziten Hilfspakete, die geschnürt werden in den Clustern wie Food Security, Gesundheit, Nutrition und so weiter, die auf die Bedarfe älterer Menschen oder älterer Menschen mit Behinderung eingehen. Als eine Zahl, die ich Ihnen noch mitgeben möchte, 0,46% aller Hilfsmaßnahmen der UN beziehen sich auf Menschen mit Behinderung oder auf ältere Menschen. 0,46%. Das ist beschämend wenig, wenn man sieht, wie hoch der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung ist. Eine andere Zahl, 22.000 Empfehlungen hat die UN von 2010 bis 2018 ausgesprochen. Davon haben exakt 32 sich auf ältere Menschen mit Behinderung bezogen. Wir haben es zwar nicht in die Billions geschafft, oder auch wenigstens in die Millions. Es wurde heute Vormittag schon angesprochen, eine in 2018 mit der London School of Hygiene and Tropical Medicine in Auftrag gegeben und dabei die spezifischen Erfahrungen von älteren Menschen mit Behinderungen in Alten- und Pflegeeinrichtungen untersucht und sie befragt, wie und ob sie ihre Rechte besonders diskriminiert fühlen. Fragen waren: Haben ältere Menschen mit Behinderung zusätzliche Bedarfe? Welche Faktoren erleichtern oder beschränken den Zugang? Und inwieweit kann die angebotene Hilfe denn auch die älteren Menschen erreichen und schließt sie mit ein? Das Ergebnis wird Sie ja nicht verwundern. Das klang heute Vormittag auch schon mal an. Insofern, wie ich das dabei auch es wurden die drei Barrieren aufgezeichnet, die physischen Barrieren, die Akzeptanzprobleme und auch die zum Beispiel, wenn der Beneficiary sich dann außerstande sah, Auflagen zu erfüllen, um zum Beispiel Nahrungsmittelpakete oder auch Renten persönlich bei den staatlichen Stellen abzuholen, die dann irgendwo im 7. Stock war, wo es keinen Lift gab. Die Studien sind eher selten und die allgemeine Datenlage ist auch unbefriedigend. Deshalb hat man dann in 2017 die Titchfield City Gruppe gegründet. Analog dessen oder vergleichbar mit der Washington City Group soll sie Daten erheben. Denn bisher ist es eben so, dass bei der oder bei den Vereinten Nationen die Kohorten einfach bis 50 plus. Das ist natürlich nicht befriedigend, wenn wir sehen, welches Alter wir erreichen können. Auch die WHO mit dem STEPS hilft dann nicht wirklich weiter, weil die enden bereits mit 67 Jahren. Das heißt also, wir müssen andere Kohorten einführen. Das ist Aufgabe der Titchfield City Gruppe und die hat diesen Prüfauftrag bis zum Jahre 2022 das umzusetzen, um dann in 2023 die Ergebnisse vorzulegen, um da auch ein vernünftiges, inklusives System implementieren zu können. Denn diese Daten sind ja nicht nur wegen des demografischen Wandels wichtig. Wir haben eine längere Lebenserwartung und damit auch typische altersbedingte Krankheitsbilder, die sich nach hinten verschoben haben. Ja, und wir sollten nicht vergessen, 80% Kosten für die medizinischen Leistungen, die im Laufe des Lebens für Sie erbracht werden, 80% entfallen auf Jahre. So, wie kann man denn dem entgegengewirkt werden? Operativ ist das eine relativ simple Geschichte in The Fields, da behilft man sich. Da ist man doch schon relativ weit. Das ist dem einen oder anderen von Ihnen bekannt, vielleicht aus der täglichen Arbeit. Wenn nicht, würde ich es Ihnen empfehlen, einzuwenden. Ist nämlich auch ein ganz gutes Rüstzeug für Monitoring und Evaluation. Leider hat Hartz IV ein ganz kleines Problem. Man hat vergessen, auf die Bedarfe von älteren Menschen einzugehen und natürlich auch nicht auf die Bedarfe von Menschen mit Behinderung. Deshalb haben sich eben CBM und Handicap International und Helpage hingesetzt und haben dann im vorletzten Jahr das HIS herausgegeben, hat einen etwas sperrigen Titel, Humanitarian Inclusion Standards for Older People and People with Disability. Würde ich Ihnen ans Herz legen, sich das mal anzuschauen, weil da nicht nur die Marker drin sind, sondern auch
mittlerweile das Auswärtige Amt und BMZ, wenn man mal diese beiden großen Geber nehmen, dazu übergegangen sind und sagen, ja, wir hätten gerne diese Standards bei uns mit in die Handreichung, dass sie beachtet werden. Also da bricht ein bisschen was auf, aber das ist ja nur punktuell. Es geht in die operative Arbeit. Was fehlt, ist die überstaatliche Selbstverpflichtung. Schauen wir uns da mal die Instrumente an, um mal zu einer überstaatlichen Selbstverpflichtung zu kommen. Ich habe mal ein paar Player rausgesucht, ist natürlich nicht abschließend und über einige können wir auch relativ zügig hinweggehen, weil sie im Laufe des Vormittags ja schon mal angesprochen wurden, die nationalen Regierungen hier bei uns. Das ist ganz einfach, die Bundesregierung ist dafür zuständig, Teilhabe zu fördern, aber auf der X-Achse funktioniert das ja schon mal nicht, denn Senioren, wo sind die aufgehangen? BMFSFJ, Teilhabe, BEMAS. Und wenn ich dann noch ein gesundheitliches Problem habe, muss ich noch zum BMG. Also das ist mit Verlaub Flickschusterei. Ja. Da fehlt mir einfach eine vernünftige Kohärenz und da muss sich etwas ändern. Ich würde da auch dann zu überlegen, Bundesbeauftragte für die tollsten Sachen, die sind doch alle wichtig und das ist auch alles, macht doch alles Sinn. Aber was mir fehlt, wir haben nicht einen einzigen Bundesbeauftragten für Seniorenangelegenheiten. Mal darüber nachregen, ob wir das nicht allalong auch hier benötigen. Im internationalen Konzert ist Deutschland kein echter großer Player, wollen wir uns da gar nichts vormachen. Wir machen das viel mit Scheckbuch-Diplomatie und setzen auch auf den multilateralen Ansatz mit all seinen Stärken und Schwächen. Man kann aber auch sagen, das ist das Wegschieben von internationaler Verantwortung, statt zu stellen. Aber einen nicht zu unterschätzenden Vorteil hat eine nationale Regierung. In den Diskussionen und in den Verhandlungen mit den Partnerländern kann man hingehen und sagen, wir wollen diese Ziele erreichen. Das sind Zielvorgaben. Ein Vorschlag von unserer Seite ist, bitte bringt Gerontologie mit in das Curriculum der medizinischen Ausbildung. Die afrikanischen Staaten haben mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen Gerontologie nicht in der Ausbildung. Also aus der eigenen Erfahrung kann ich Ihnen sagen, wir hatten ältere Menschen, in einer anderen Phase, ist egal, die behandelt wurden von Psychologen, Internisten, Kinderärzten und Orthopäden. Alles Fachleute, aber eben nicht wirklich für die Bedarfe älterer Menschen mit Behinderungen ausgebildet. Also vielleicht auch mitnehmen in der täglichen Arbeit, wenn Sie Ihre Projektländer ansprechen und beziehungsweise Ihre Umsätze in den Projektländern. Nehmt das mal mit rein, redet mit dem WZ1, mit dem POL1. In die nächsten Regierungsverhandlungen muss das mit reingenommen werden und dann wollen wir mal vor Ort gucken, ob wir das auch hinbekommen. Ich weiß, das ist optimistisch, aber darf man ja auch mal sein. Health Coverage halte ich mich ganz kurz, weil es ja ausführlich hier schon besprochen wurde und sich die Zahlen dadurch auch nicht verändern werden. Die Pros und Cons wurden ja beachtet, allerdings, wenn es um Menschen mit Behinderungen geht, ganz einfach und ältere. Universal Health Coverage setzt auf Basis Gesundheitsdienste und wird nicht den Bedarfen älterer Menschen gerecht. Nehmen wir mal UK, also Großbritannien, die haben ja ein UHC mit Ausprägungen. Wenn Sie da eine künstliche Hüfte brauchen, haben Sie eine Wartezeit von 2,5 bis 3 Jahre. Und nach 3 Jahren kommen Sie da hin und dann sagt er Ihnen, das hat doch in den letzten Jahren, warum brauchen Sie denn jetzt noch eine? Und wenn Sie dann 80 sind, werden Sie sowieso nicht mehr operiert, weil nämlich das nicht mehr in das Leistungsprofil der staatlichen Gesundheitsfürsorge fällt. Also da gibt es Lücken. Das ist nicht UK-Bashing, das ist ja getan modern, aber, sondern es zeigt nur auf, dass UHC auch Lücken hat, die wir unbedingt füllen müssen. Es wurde aber auch schon am Vormittag kurz angesprochen, aber insgesamt ist natürlich eine Basisgesundheitsversorgung immer noch besser als gar keine. Das sollten wir uns auch bewusst sein. Dann haben wir die SDGs, ja, jedem hinlänglich bekannt. Das Oberziel 3 heißt ja Gesundheit, Menschen jeden Alters und dessen Wohlergehen zu fördern. Naja, wie die Förderung ausschaut, das wurde da nicht so ganz genau genannt, weil ältere Menschen und auch Menschen mit Behinderungen in den SDGs nachfolgend nicht mehr explizit benannt werden. Die müssen Sie sich da schon raussuchen. Und wenn Sie sich dann auch mal einige der Unterziele anschauen, nehmen wir mal 3.3, dann läuft man auch in die Gefahr einer Diskriminierung. 3.3 sagt zum Beispiel, Wir fördern nur Maßnahmen bei Neuinfektionen von HIV. Was mache ich denn dann mit denen, die das schon die letzten 20 Jahre überlebt haben? Die fallen wieder hinten runter, das kann nicht sein.
Ja? Oder auch unter Ziel 3.8, Messbarkeit von Daten in den Gesundheitsdienstleistungen, das wurde ja gerade angesprochen, wegen Titchfield, da werden Daten erhoben, die auch nicht nach dem derzeitigen Stand alle Menschen mitnehmen, weil da ist wegen Steps bei 69 Jahre Schluss. Was mache ich in der Gruppe 70 plus? Ja, und dann natürlich noch ganz allgemein, das Bewusstsein hier für die SDGs in Deutschland ist nicht sonderlich ausgeprägt. Die Bertelsmann Stiftung hat mir vor ein paar Wochen nochmal gesagt, das hat aber auch hier der SDG-Beauftragte mir bestätigt, weniger als 10% der deutschen Bevölkerung hat auch nur ansatzweise Ahnung, was sein soll oder die Agenda 2030. Wenn überhaupt irgendetwas damit in Verbindung gebracht wird, Klima. Und auch auf der X-Achse, bleiben wir in den Ministerien, sind die SDGs, das muss man ganz offen so sagen, Zitat, die SDGs des BMZ, wir haben andere Instrumente, ich sage jetzt mal nicht, was vielleicht Ministerium da rechnen. Herr Pocke, eine Minute noch. Ja, schade. Ja. Ja, Möglichkeiten wären noch einen Weltaltenplan zu implementieren, der steht an. Nach 1982 und 2002, der Madrid International Plan, MIPA, soll 2022 einer geschrieben werden. Ob es dazu kommt, wissen wir nicht. Die Chinesen würden das ganz gerne machen, hat allerdings das Problem, die haben damit auch das Recht zum ersten Aufschlag und werden da auch höchstwahrscheinlich nichts schreiben, was auch nur ansatzweise ist, und wenn das nicht mit drin ist, werden es die anderen Staaten nicht mit unterschreiben. Insofern ist das erwarte ich das nicht. Wichtiger ist hier nochmal auf die WHO kurz einzugehen. Wir haben ja schon geschrieben, es gab einen Responsplan, der war ja nicht rasend, kein rasender Erfolg, mit der Folge eben, dass es einen Policy-Brief gab, und das ist das Wichtige für uns, durch den UN-Generalsekretär Guterres, das war im Mai, der jetzt die Rechte von älteren Menschen und mit und ohne Behinderung eben zur Chefsache gemacht hat. Und wir erwarten daraufhin bis Ende des Jahres, dass diese vier Hauptprioritäten, die er da benannt hat, in einer neuen Guideline umgesetzt wird, die Gesundheit, Inklusion, Integration und Austausch von Daten. Plus, übrigens interessant ist, dieses Policy Brief haben 146 Staaten unterschrieben, auch China. Mit anderen Worten, wir haben da schon eine Möglichkeit, ein bisschen zu graben und auch mal einen vernünftigen Konsens auf UN-Ebene zu erreichen. Also Fazit ist, es gibt ja Bausteine und wir müssen einfach zeigen oder schauen, wie wir diese Vorteile und Nachteile der Tools in der zukünftig anwenden, um damit verbundene Querschnittsthemen in der Gesundheit zu verankern und letztlich in eine Anforderung münden zu lassen, die dann zu einem gemeinsamen Papier führt, eventuell über dieses Policy Brief, den ich gerade kurz gestriffen habe. Aus unserer Sicht, was sollen Sie, was sollt ihr tun? Erstens, ich habe schon gesagt, einwirken, dann darüber nachdenken, ob wir einen Seniorenbeauftragten brauchen, Daten, wichtig, Umsetzung des Policy Briefs. Viele von Ihnen sind, haben Beraterstatus bei der WHO, bei der UN, bei ECOSOC und so weiter. Bringen Sie sich da ein, bringen Sie sich ein bei dem Policy Brief. Wir schreiben da auch mit, hoffentlich, also leicht wie man uns. Wirken Sie mit ein auf die Möglichkeiten des dritten Weltaltenplans 2022, ist noch ein bisschen hin, aber wenn das alles nichts hilft, versuchen Sie es erst einmal mit der praktischen Arbeit, und da verweise ich dann doch mal auf SPHERE und HES. Vielen Dank.